Hi, hallo und willkommen zurück Hallo. zu Tux und Funny. Funny und Tux. Wir können jetzt im Bücherregal nachschauen, Oh, was es sicher. dort, was wir alles verpasst haben. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, denn wir müssen auf jeden Fall dieses Fuchskostüm machen können. Wir haben davon irgendwo Yeah. erfahren und ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie und wo und überhaupt. Wisst ihr, was wir noch erfahren hatten? Dass wir im letzten Part, dass wir die hinterher laufen lassen können, die beiden. Oh, die Oh mein Gott, Katze ja, ist da. stimmt. Wir wollen, denke ich, mehr Bücher. Oh. Summer Feathers, Arrows, well. A Okay. collection of poems. For my mother. Ich will keine. Das ist ja schön, dass es da ist, aber. Ist voll schön. Komm, da ist ein riesiges Rätsel drin versteckt. Oh, Would you like to read more? Gott. Ich glaube nicht, dass da ein Riesenrätsel drin ist, das habe ich nur so gesagt. Oh Gott, das 71 ist. Plans, was? Gab es wirklich so viele? Also, ich denke nicht, dass wir 100% holen wollten, wie gesagt. Ich dachte, er steht irgendwie. I'm Here I am, I'm just like just like you. you. Huh? Was ist das You don't denn? have a wedding Who ring. Oh, who cares? cares? Would I lie to you? Alter. I don't know I who am the. you. Looks kind of like back of the future, back to the future, except it's always now. What? Was You ist would das? love. Was ist das? How did you get so small like that? Oh my God, you are me, aren't you? Was Aber ich, zum, was ist das? was? Warum haben wir Was plötzlich passiert einen da? Webcomic gefunden? Hä? Oh Was? was ist Sleep. das? Warum? Shh, go to sleep. Sweet Sweet dreams, dreams, loser. loser. Oh. Es war so komplett anders als alles, was wir bisher im Spiel hatten. Ja. Oh, ich fand die Story cool. Ich. Ich finde. Oh nein. Barry, warum ist dein Gesicht zensiert? This ain't my apple. Oh no. Okay, das sind jetzt irgendwelche Oh, warte mal. Wie heißen die? Glücksbärchen Glücksbärchen oder hier. so? Oh, deswegen sind sie zensiert. Well, the years Copyright. start coming and they don't stop coming. Warum ist das jetzt fucking. Oh, ein Smash Mouth. Es ist. Was? Nein, gut, das ist wahrscheinlich eine Redewendung und nicht nur in dem Song. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Yeah, they don't stop coming and they don't stop coming and they don't Don't stop stop coming and coming they and don't they don't. stop coming. Happy Bones. They don't stop coming and they don't stop coming. They don't I stop dropped coming. my I drop toy. them. Maybe if I dance, my toy will come back to me. Oh. Wir haben Noten bekommen und damit nie ein Lied gespielt, erinnert ihr euch? Ich kann kein Lied spielen. Ja. Fully Vor schreibt mir allem, Noten. ich weiß nicht mal, wie man das richtig drücken muss. Man spielt mit den Schultertasten, muss man beide Sticks in eine Richtung drücken. Ich könnte nicht mal gezielt eine Note spielen, wenn ich das wollte. Ich Ja, das. weiß nicht mal, ich habe noch nicht mal jemals alle Noten hinbekommen zu spielen. Alles gut, ganz Und ruhig. ich Jeder habe es kann viel das lernen. versucht. Wir fangen jetzt an, Pianostunden zu Ich habe nehmen, ein okay? Kalimba, sag mir doch mal die Noten. Final Boss Battle. Oh, den kann man jetzt einfach nochmal. Das ist eine Cutscene. Was war das? Einmal Grape. Johnny spielt Avatar-Musik. Hallo. Oh. Wanna see my Wanna see butt? my butt? Just kidding. Just kidding. Unless. Wir zufrieden. Bye bye. Was soll das alles? Animal Problems. Oh nein, ein Oh Tragödienbuch. nein. This bear is lost. Hm. This Okay, iguana is das sick. sind kranke Tiere. Der Hund stinkt, aber er hat keine Nase. Somebody call a vet, cause these pythons Ist are das sick. Killeen? Oh This nein, der monkey knows Dinosaurier too ist much. tot. Viel schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden.
Doch, es kam noch viel schlimmer. Dieser Frosch. Die Kröte ist einfach schlecht, wenn er noch nur ein Frosch wäre. Ja. Was? Das Zebra bleibt meistens zurück. Little Green Goblin. Brr. Oh Gott. Ja, das ist ein Goblin unter meiner Haut. Ich hasse es, wenn das passiert. Hattet ihr schon mal so ein Tier unter der Haut? Nein! Was? Nein, wann passiert? Ich dachte, das passiert nur, wenn man irgendwo auf Expedition ist oder so. Ich hatte schon mal so einen roten Punkt unter der Haut, der so an der Haut lang gelaufen ist. Den konnte ich so beobachten. Och nee. Ja, das kann ja auch passieren, dass. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. New Fear Unlock. Sind das so kleine Würmer oder so Milben oder so? Können sich auch unter deinen auffressen und dann siehst du sogar auch ganz kleine Hautschläuche bei dir auf den Arm oder sowas. Aha. Das kann theoretisch jedem mal passieren. Kill him! Kill him! Was genau schauen wir eigentlich hier gerade an? Ich kann sagen, es hat nicht wehgetan auf jeden Fall. Die haben halt ziemlich viel in diesem Spiel verarbeitet von auch so. Ja, irgendwelche Illustrationsprojekte und so. Oh, wir haben einen Song bekommen. Krass. Listen now. Yeah. Okay, Model Manners. Oh, das ist. Das ist ja wirklich schön, aber. Also irgendwie hatten wir uns vorgestellt, dass wir jetzt hier so die Hinweise bekommen auf die Rätsel in diesem Spiel. Das ist einfach nur Moby Dick. Warte, geh mal ohne, den Anfang. Ohne Absätze. Was passiert hier gerade? Da läuft auch das eine Lied, das wir gefunden haben. Und das erzählt mir dann. Ich glaub, das sagt uns das vor. Oh, lass uns das anhören. Also mit den Bildern soll man das angucken. Welche Bild? Oh Moment. Dann soll das Tiger-Ding öffnen Tiger-Ding. Und dann okay, ich muss Moby Dick schießen. Ja. Kann ich das auch von hier? Nein, okay, ich muss es. Oh Gott. Nein, ich will nicht weiterlesen. Das war der Tiger, habe ich recht? Okay, das muss super lange laden übrigens. Aha. Das Spiel reagiert erstmal für 5 Sekunden nicht, wenn man das anklickt. Ach so, ich dachte, wir haben das war Model das. Menace. Model Menace. Listen up, Books presents Model Menace. Written by Pip Dungles and illustrated by Drow. Ist das lang? Ja. Ich mach mal lauter. Okay, immer da müssen wir umfassen. Mimi was a tiger. For as long as Mimi could remember, she had lived at a zoo outside the small town of Dwarvel. Oh nein. But she didn't live there alone. Oh ja. Francis lived there with her, along with her 2 younger brothers, Hazel and Chester, and her younger sister, Nira. Ich glaube, ich mag Chester. Oh, seht's euch an. Oh nein! Oh nein! Hoffentlich nicht so grafisch wie bei SpongeBob. Er hat nicht so Doktor gesagt. Ja. Dieses Bild. Okay. Shit. So Francis headed off to see the doctor, leaving Mimi behind with her brothers and sisters. Mimi started thinking about all the things she could do while her mother wasn't there to scold her. Oh. She could play with her food. Oh nein. Splash in the bath. Nein! And she could play with people walking past. Nein! Das ist ein Rebell. Ja, das ist okay, das ist. Dieser Rascal. Das geht cool. Mimi stalked over to the food bowl. Brother Hazel was lazily chewing on a bone. With a mischievous wink, Mimi began juggling several bones. She was actually quite a good juggler. Oh. Her brother Hazel watched with trepid admiration. But Mimi, Hazel said, Mother said we're not supposed to play with our food. Gott, worauf läuft das hinaus? Well, Mother isn't here right now, so I can do what I want, Mimi retorted. And I want to play with my food. Mimi! Soll doch ein Role Model sein. Oh nein. Mimi had done enough juggling for one day. So she crept over to sicher, dass es kein Zirkus ist. Was gazing at her reflection in the water. Mimi leapt up into the air
and came crashing down into the bathwater. Splash! Her sister Nira was soaked. Wow. Nira laughed with amazement. That was fun, Mimi, said Nira. But Mother said we're not supposed to splash in the bath. Well, Mother isn't here right now, so I can do what I want, Mimi replied. And I want to splash in the bath. Jetzt machen die das alle und dann passiert irgendwas. Splashing in the bath was fun. Es wird einfach gleich jemand gefressen. Oh. Oh nein. Oh oh. Ah ja, das sollen sie nicht machen. Startled by her unrestrained ferocity. Chester looked up at Mimi, clearly impressed. You showed them. But Mother said we're not supposed to roar at people. Well, Mother isn't here right now, so I can do what I want, Mimi stated. And I want to roar at people. Da war das Roar. Was sie gemacht hat. Mimi had done everything she wanted, and nothing bad had happened. Mm. Mm-hmm. Mimi was feeling sleepy now, so she curled up in the corner. Instantly delved into a delightful nap. Ich fänd's irgendwie lustig, wenn es keine Moral gäbe. Es war einfach ein guter Tag. Waking Mimi from her sleep. It was her mother, Frances, who had just returned from the doctor. Mimi looked around. Yeah. The home was in a state of chaos. Hazel was tossing bones wildly into the air, and they lay scattered everywhere. Nira sat in an empty bath, while the floor everywhere was covered in water. Chester mein Gott. Roaring relentlessly, much to the disapproval of the zoo manager. Oh nein. Oh oh. Was ein Tohu Wabohu. Mimi, what did I tell you about being a role model while I was gone? Francis demanded. Mimi shrugged apologetically, observing the mess around her. I didn't make this mess, she pleaded. I guess I just wasn't a good role model. Frances shook her head. No, Mimi. You are no role model. You are a model menace. Yeah. What? Okay. Ah, ja. Okay. Ach, du kleines dummer Scheiße. Das war so egal im Endeffekt. Floodgate Companion. Oh no. Oh, Okay. Das ist mir zu experimentell. Warum sind da oben Säcke? Zwei Paare. Könnte zu viel sein. Sind wir hier bei Jackbox oder? Ist das Lungenflügel, ja. Ja. Streck dir mal die Zunge raus. Nee, das stellst du dir nur vor. Okay. Was ist deine Interpretation? Ist das ein Auge? Ja. Neun. Ist das hier ein Videospiel? Wenn ihr das hier anschaut, was seht ihr? Ich sehe zwei Köpfe. Ich sehe eine Vase. Ich sehe Thaddeus. Among Us. Ja, es ist Thaddeus. Ich mag den unten rechts mit der Zunge, der hat Hunger. Er ist bereit, sein Eis zu schlecken. Das hätte ich niemals als Zunge oder als Wesen interpretiert. Oder als Wesen. Ich hätte gedacht, das ist so ein Tomatenspender, Ketchup-Spender. Tomatenspender. Ich mag die Vorstellung von dem Tomatenspender. Ja. Wenn man es drauf, dann kommt eine Tomate raus. So wie so ein Eiswürfelspender. Das ist der Tomatenspender. Das ist die Tomate, siehst du? Okay, ernsthaft, ich versuch's, aber ich kann das ja nicht wirklich was erkennen. Pass auf, das ist eine Automate. Wie sieht es aus? Sieht sie irgendwas aus, das man mit Neural Blender gemacht hat? Stimmt. Das ist ein zerfließender Strand zusammen mit Tomaten. Hm. Da ist ein Typ, der dem die Gliedmaßen abgeschlagen wurden. Und links ist Among Us. Das ist Among Us. Da gehe ich diesmal mit, ja. Doch. Okay. Das sollte ich besser zensieren. Oh, okay. Da brauchen wir nicht drüber reden. Oh, das bin ich, wenn ich Milch zu mir genommen habe.
Das ist schon wieder der Eiswürfelspender. Oh mein Gott, das sind das die Gliedmaßen? Ja. Links? Die vorhin abgerissen wurden. Da gibt es aber irgendwie einen Schlüssel. Ich glaube, das sind die Träume, die Wilhelm Busch hatte. Das Auge tropft. Was er nicht in Kinder-Stories umwandeln konnte, hat er so verewigt. Wow. Das ist aber deep. Träumt ihr auf so eine Art und Weise oder habt ihr eher... Ich denke nicht, dass man so träumen kann. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, was für Substanzen du intus hast. Ich habe verständliche Träume, aber ich träume nicht mehr so oft. Ich mag den Typen auf der rechten Seite. Der ist einfach ein Fuß. Ja, aber er hat auch eine kleine Hand. Ja. Das links gefällt mir nicht. Ist das ein Auge oder ist das ein Kussmund? Das Mann hat irgendwas aufgeschnitten, das war einfach noch voll mit Fett. Aber dadurch, dass raus. Kennt ihr diese Schmelzkäse-Videos? Diese Schmelzkäse auf so einem Toast streicht. Das ist doch voll geil. Ja, aber so sieht's aus. Ja, weil das. Aber warte, Moment, stopp. Ich hab nicht ganz über Melfs Nachrichten. Über Melfs Nachrichten. Was für Videos? weil wieso gibt's davon Videos? Es gibt so Videos, wo einer so einen Schmelzkäse hat und dann so den Käse so auf irgendwelche Toast das, oder so. Das ist bestimmt so. Das ist so ein ASMR-Ding, oder? Ist das so von diesen most satisfying Videos? Ja, genau, so ein Ding ist das. Das ist ein ASMR-Ding, mehr oder weniger. Das ist so ein Jersey-Ding. Schmelzkäse ist was anderes als so ein Jersey-Ding. Geschmolzener Käse. Die beiden sehen aus, als ob die einfach so im Plattenladen stehen könnten. Der auf der linken Seite ist die Sad Onion aus The Binding of Isaac, 0,7 Tiers up. Gutes Item. Ich dachte, das wäre aus Fallout. Und das rechts ist Metroid. Oder Bloodborne. Also wie unverständlich. Weiß. Warte mal, sind das Kondome, ja. Ja, das sind Kondome, das aber Kondome? Ihr solltet die nicht aufspießen, das ist. Dann können sie ihrer Schutzfunktion nicht mehr ganz nachkommen. Es sei denn, ihr wollt das, dass sie ihre Schutzfunktion nicht mehr haben. Das ist ziemlich uncool, Fully. Was denn? Ja, dann kann man es auch weglassen, anstatt es kaputt zu machen. Ein Strohhalm an aus Plastik. Kaputt machen macht man nur, wenn man das ist ziemlich übles vorhat. Das ist wieder ein Among Us-Typ. Der liegt aber auf dem Rücken. Hä? Links in der Mitte. Oh ja. Oh ja. Ja, so dumm. Was? Hierzu links in der Mitte. So abstrakt liegt ein Among Us-Typ. Das unten links, das Regenbogenteil? Ja. Genau. Hey. Das ist ein Visier oben. Hat schon ein Regenbogenteil? Das sehe ich nicht. Ja, das ist Pinwheel. Ich meine, es ist ein Rad auf jeden Fall. Aus welcher Substanz besteht dieses Zeug? Schimmel. Warte, ich hab was ganz Spezielles im Kopf. In Ghibli-Filmen wird Schweinekruste oft so dargestellt. Nein, das ist Pizzabelag. Oh. Ich sage, es ist Eiter, den man aus Pickeln rausgedrückt hat mit ein bisschen Blut. Machen wir weiter. Ich weiß, was es ist. Es ist ein bisschen Zahnpasta auf dem Zahnfleisch. Das Zahnfleisch hat ein bisschen geblutet. Ist das Nirvana-Albumcover aus Sperma und Blut? Machen wir weiter. Ihr seid eklig. Wie viele von diesen Bildern sind das eigentlich noch? An dem Punkt erkenne ich nicht mal mehr was. Irgendjemand hat sich artistisch ausgelebt und. Hallo! Hallo! Selbst wenn ich nicht unbedingt verstehe, was hier gemacht wurde. Wie sich freut. Schau euch die Blume an, wie sie uns zuwinkt. Metallica, nicht Nirvana, sorry. Ich wusste, irgendwas stimmt da nicht, Metallica. Das ist Brasilien, Schwimmer. Ja. Oh. Das ist ungesund, Baby. Oh, Baby. Baby. Hey, Baby. Warum hat sich dieses Wort so entwickelt? Gute Frage. Ist ursprünglich dafür, um Säuglinge zu bezeichnen. Oh, der Blick nach unten. Ich fühle mich manchmal wie der unten links. Wie ein laufender Hodensack. Ich fühle mich manchmal wie der unten rechts. der seinen Schatten auf die Wand projiziert oder der ganz verschwommen ist? Der ganz verschwommen ist. Der ist gar nicht ganz da. Ja. Was?
Es könnte so ein Charakter aus Katamari sein. Das stimmt schon so. Ich mag bisschen, diese ja. Kugeln auf seinem Kopf nicht. So ein Horror-Katamari. Nicht aufpieksen. Ich denke, das ist ein Schlafparalyse-Dämon. Sind diese Pixelsymbole irgendwie... Was ist das? Nein, es könnte ja alles sein an dem Punkt. Ja, aber die kam schon öfter vor. Ich glaube, wenn wir 2 Jahre Zeit haben, um das Ganze zu analysieren, können wir bestimmt Muster erkennen. Es ist irgendjemand, ach so, das ja, nein, Portfolio. Ich meinte jetzt nicht aufs Videospiel bezogen, sondern so generell. Wie viele Bilder kommen denn da noch? Scrabble. Nein, nicht Ultraschall, diese Hirnwellenbilder rechts. Das ist ein Kreuzworträtsel. Kann sein. Ja, das ist heißt, ja, deswegen habe ich Scrabble gesagt. Oh. Ah, der das Eisprung. Das ist wie die von einer Zelle zur anderen geht. Ich habe gesagt, es ist der Eisprung mit einer Libelle. Okay. Eine Libelle. Oh, du hast recht, das ist der Embryo. Oh, seht ihr dies? Also ich sehe eine Vase. Ich sehe einen Pikmin. Ich sehe einen Embryo. Ich sehe gar nichts. Das ist seht, ihr das, seht ihr das Gesicht? Ich sehe den Mund. Oh, das ist Thaddeus. Ich sehe das Gesicht in dem aus das Gesicht aus dem Himmel. Ja, ja genau. Dem Pikmin, ne? Einen Kuss geben. Ja, ja genau. Aber da ist auch noch einer mit einer großen Nase. Ja, da sind auch Lippen, definitiv. Der Embryo längst sieht ein bisschen aus wie Charlie Brown, aber nur mit dem Schatten. Hm. Der gerade so... Oh, jetzt ein Stern. Oh, jetzt mit Todesgedanken im Taxi fahren. Weint er oder hat er 3 Augen auf jeder Seite? Ich denke, er ist auf jeden Fall die Definition von Männlichkeit. Schau dir diese Wangenknochen an. Ich wollte den da links, aber ja, okay. Ich auch. ein Comic. Der schlüpft was aus dem Vulkan. Alter, Maeve, sieht aus wie eine Ente. Ja. Und dann... Eine Ente? Ja, oben rechts sieht es aus, könnte es eine Ente sein. Im kurzen Moment sieht es aus wie eine Ente. Ja. Und dann geht es wieder ja, zurück und dann geht der Bildschirm kaputt und dann kommt der Urknall und dann haben wir... Und dann kommt so, wenn das Band vorbei ist. Ja. Yeah. Mhm. Oh, und es geht weiter. Und da ist der Typ mit der Sonnenbrille, die geht ihm kaputt und er ist nicht begeistert davon. Der braucht zum Tanzen keine Pille. Ich glaube, das ist die machen sich über Leute mit Haarausfall lustig, glaube ich. Zuerst sehen wir den glatzköpfigen Typen unten links, der sehr viel schwitzt. Wenn man keine Haare hat, dann läuft ihm sehr viel Schweiß ins Gesicht. Und dann wird er zu einem Ei. Und das wird kleiner. Und dann ist oben rechts einer zu sehen, der hält ein Ei in seiner ekligen Hand. Und dann schifft aus dem Ei. Das ist eine Fibbage. Das sind diese Fibbage-Augen. Aus Jackbox. Stimmt. Ja, dann schlüpft aus dem Ei Dingens. Aber und der Typ freut sich. Yay! Gleichzeitig entweicht ihm auch die Seele. Hm. Das ist Thomas, die Lokomotive, das Bad Ending. mit Gott, ich hasse es, wenn das passiert. Thomas, Thomas verliert seinen Schmelzkäse. Ey, da ist ein Pilz und ein Typ mit einer Gitarre. Hat er eine Crackpfeife? Hallo Welt, bitte stell mich fertig. Ich will laufen können. Da hast Hallo du doch einen Fuß. Hallo Welt. Nimm doch den Fuß. Mag das einfach nur Hallo Welt sagt, als wärst du das ja, allererste. Ja, das ist so die es wurde nur eine Zeile gemacht. Hallo Welt. Und aus irgendeinem Grund, das war das Gruselige dran, hat er dann gefragt, ob man noch mehr machen kann. Das ist Thaddeus schon wieder. Das ist ein ausgekippter Nagellack. Nein, das ist, seht ihr nicht rechts, das ist eine dicke Nase und dann geht's runter zu einer Lippenform. Was? Ihr seht das nicht? Nee. No. Wir ignorieren das jetzt einfach. Ich so ein bisschen Fully. Danke. Er lügt um dich. Bloodgate Companion, Robert Beatty oder Betty. Printed in China. Das sind halt echte Bücher, wahrscheinlich. Warum sind die hier drin? Dürfen die das? Public Domain vielleicht? Hoffentlich. Das ist von 2016. Spider-Moon and the Slime Dragon.
Ja, heute ist einer dieser Tage. Oh, das ist das habe ich gemalt. Ich wollte gerade sagen, das ist mein Comic. Da ist der Drache zuerst mal da. Wow, seht ihr, wie er Feuer speit? Oder in seine krass, Augen. Sowas habe ich tatsächlich früher. Solche Bilder gibt es von mir auch noch. Und dann hat er sich in den Hund verwandelt. Also wirklich mit so einer Story, die ich nicht mehr zusammenkriege. Oh, warte, was? Ich als Kind dachte, ja, hier passiert dies, dann schreibt das. Schreibt ihr das auf, Fully. Okay, ja, schreibt das mal auf, aber ich glaube, ich werde das nicht spielen können auf dem... Die Steuerung ist so seltsam mit dem Piano. Ich habe es aufgeschrieben. Ein Klavier. Klavier. Da oben gibt es eine Geschichte, Frogs und irgendwas mit Fröschen. All the King's Men. All the King's Men. Spoilt my royal pants! Nee. Er ist just the worst massage ever. Sorry, Your Highness. Full Moon Fever. Was? Your citizenship is poor. Happy holidays, everybody. Was? Thank you for reading. Stay tuned for more coming soon. Maurice. Schon vorbei. Das war also, wir hatten Frogs at their Spin-Offs. Ja, los geht's. Oh, da ist Rook. Frack. A frack is a frog that is turned into a rag. Oh, man. A frack is used for making things slimy. Fracks were invented. Da ist ein Frick. Oh, den kann man als Toupet verwenden. Ah, oh, Frick. Flock. Rod. Oh, wenn er zu viele Steine gegessen hat, gestorben ist, oh, dann kann man ihn als eine Keule verwenden. Wie eine Socke mit Butter drin. Frog sieht auf den ersten Blick aus wie ein Frosch, aber er ist kein Frosch. Üblicherweise ist es eine Kröte, deswegen ist er ein Frog. Oh, ein Frog. You're a Frog. Frog. Drog. Drog ist eine Mischung aus der Hund und der Frosch. Frogs. Das ist ein Extreme Frog. Extreme Frogs. Frosch. A frog is a frog in a Scandinavian country. Dressed up in a cute red outfit by a weird local. Ist ein Frosch. Oh, ein Frosch wahrscheinlich. Boy. Oh. Brock. Ah ja, und Brock wird üblicherweise unter einer Mütze gefunden. Frob. Frob is a frog. A frog that has failed to make an attempted high-stakes jump, often resulting in a splattering death of the frog. Oh, no. Rob? Oh, no. Fwog. 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 Ein Fwog ist einfach viel zu süß, um einfach nur Frog genannt zu werden. Aber ich sag dazu Fruchtalarm. Oh, bitte nicht. Der Fwog. Das ist mehr ein Geist. Das ist ein Ghost Frog. Croc. Definitely ist auch just a Ghost Frog. Der gute Croc. Vrock. Das ist jetzt Among Us. Ja. Oh nein, der hat keine Augen. Frosch. Ich hab eine. Der Frosch ist der stinkendste Frosch von allen. So überbricht er sich die ganze Zeit. Der kann sein Essen nicht verdauen. Deswegen. Deswegen verfault es einfach in seinem Inneren und dann kotzt er es. Das ist wirklich eklig. Er macht wie eine Fliege. Ah, es ist Rod, deswegen Frod. Er bricht wortwörtlich ins Essen. Shamford and the Bear Party. Ach komm schon, das ist nicht mal mehr okay. An dem Punkt hat es nicht mal mehr jemand versucht. A bad swim for a space alien. Oh nein. Ich glaube nicht mal mehr wirklich Arzt. A bad swim oh, ich for liebe a space das. Alien. Die Zeichnung. Wow, der geht wirklich einfach nur ins Schwimmbad. Okay. Er dachte, sein Rucksack ist wasserdicht, aber oh.
Der, das Chlor war zu stark und alle seine Sachen sind auf den Boden gefallen. Und dann das ist er beschämt abgehauen. Oh, so peinlich. Das ist eine gute Geschichte. Das ist unangenehm, wenn das passiert. The hand that climbed the cow and never came down. Yeah! Oh, erinnere mich doch daran, da hat wir eine Statue von. Ja, stimmt! Okay. Oh. Wo wir noch meinten, das ist... Oh. Ja. Forest God. Oh, das sind alle... Ich glaube... Mechanical Birds. Ich denke, da wäre irgendwas drin, was uns fürs Spiel helfen könnte, aber ich will auch echt nicht. Das ist Bigfoot! Nee, Animals of the Water. Mur. Squid. Good. Anglerfish. Ich weiß nicht, was das ist. Yeti Crab. Yeti Crab. Tube Worms. Ah, verstehe. Christmas Tree Worm. Was? Giant Clam. Pipefish. Frogfish. Das sind alle Seekreaturen, alle. Area is the most ideal person. Uh-oh. We are going out of our house tomorrow. Was, den gibt's wirklich? Den Weihnachtsbaumwurm. Tickets gibt's im Park. Glaubst du, was we should be? Was, was sollt ihr? Weiß ich nicht. Let's just say that the video is not available. All of these days are so beautiful, okay. Traffic was on a road in between. Was? I don't get it. Ich glaube, das ist so ein Poem-Ding. Ich glaube, das ist einfach nur nichts. Wow. Okay. Jungs, ich habe den Weihnachtsbaumwurm gefunden. Das ist ein echtes Tier. Achso, die Dinger kenne ich sogar. Yeah. Ja. Ich wusste nur nicht, wie die heißen. Sieht überhaupt nicht aus wie ein Weihnachtsbaum. Up to this point, everything has been written by a machine. Now this is being written by a human. Can you tell the difference? If you made this far, I guess you deserve a little reward. If you beat Fire Family, you can pet a bunny. Was? If you beat Cool Cloud, many new places will open up to you. If you beat Agile Auto, you're on your way to flying through the air. Whoa. Okay. Haben wir Agile Auto jemals zu Ende gespielt, wo man diesem Möwenschiss ausweichen muss? Nee. Kann man da das? Da können wir anscheinend fliegen. Anscheinend können wir fliegen. Hey, das ist die Katze. Aber ja. das Feuerding hast du gemacht, oder? Ja, das Feuerding habe ich nicht zu Ende gespielt. Dann können wir nämlich den Hasen streichen. Johnny, warum willst du unbedingt den Hasen streichen? Mir wurde das versprochen, dass es ein ganz süßer, echter Hase ist. In seinem Auto. Johnny, nein. Johnny, nein. Los geht's. Baby Fire. So, ihr könnt euch unterhalten. Ich muss nämlich Videospiele spielen. Ja, Jungs, wie geht's euch so? Manche haben es geschafft gut. Jetzt. Nö, der schafft's nicht. Er hat heute viel mehr Skill als letztes Mal. Danke. Könnte NES Remix sein, das habe ich letztens gestreamt, das ist sehr ähnlich. NES Remix ist so eine gute Idee, aber sie haben irgendwie nicht mehr draus gemacht. Ja. Irgendwann kommt erst NES Remix bei der nächsten Direct. Hoffentlich. Erinnert ihr euch, wie, ich weiß gar nicht, als NES Remix rauskam, an eine Sache erinnere ich mich. Irgendwie hat niemand hundertprozentig verstanden, was das sein soll, erstmal. Und dann wurde das so ein bisschen von anderen Presseseiten so beworben, als ob das einfach eine Collection von NES-Spielen ist. Oh Mann. Ach was so. Halt so überhaupt nicht stimmt. Ja. Und dann? Ja, irgendwann gab es ein Let's Play und dann habe ich verstanden, was es ist, aber vorher war auch so. Das war aber das Coole an dem Konzept. Es war ein bisschen so wie alle 9-Volt-Spiele aus den WarioWare Games als ein. Also. Es hätte man einfach davon sehr viel mehr dann gemacht. Das war cool. Und dann kam noch NES Remix 2, also sie haben ein bisschen mehr draus gemacht, aber dass nichts für die Switch kam? Ja, das ist seltsam. Vor allem, sie haben noch alle Teile dann auf den 3DS geportet. Stimmt. Ultimate NES Remix. Das kam nicht auf die Switch? Granny Fire. Ich glaube, man kann es nicht auf der Switch spielen, aber es war ein reiner eShop-Titel, oder? Nein, ja. In den USA kam es auch als Cartridge raus, aber ich glaube nicht bei uns. Okay, aber auf jeden Fall... Ja, es ist schade, aber gleichzeitig...
haben sie da ja dann schon das gemacht, was ich immer von ihnen wollte, dass sie endlich anfangen, Original eShop Games selber zu machen, aber dann nur für so 20 Euro. Das war einfach Euro. Wegen der Wii U Zeit so ein Ding, von wegen so, ja, wir machen einfach aber mal was. Sie müssen im eShop, auch mal so Sachen machen, die nicht nur 60 Euro kosten. Ja, ich stimme dir zu. Das wäre so stark. Oh, ich will so ein Wario Land Remake für 20 Euro oder so. Weil das nein! Nein! Das kann man für 60 Euro, glaube ich, schwer umsetzen. Oh Gott! Im Gegensatz zu Link's Awakening. Okay, ganz ruhig, Mori. Vollpreisspiel aus so Gameboy-Games zu machen, ist nicht einfach. Welche Gameboy-Games hättet ihr gern geremaked? Was? Pokémon. Gameboy-Spiel geremaked, ich weiß nicht, ehrlich gesagt mag ich nicht so viele alte Gameboy-Spiele. Ich mag hauptsächlich Game Advance-Spiele. Ja. Und Game Advance-Spiele müssen meiner Meinung nach nicht geremaked werden. Stranded Kids. Ja, okay. Ja. Ist mein Pick. Can you do it on hard mode? Kennst du das schon? Was ist das? Nee. Wie hieß es? Stranded Kids. Oh, das hast du mir, glaube ich, mal gezeigt. Oder erzählt davon. Fängt irgendwie an wie Link's Awakening. Ja. Ein Schiff geht runter. Und dann wird's so, Du musst so überleben, du musst das Survival so machen. Der Herr der Fliegen plötzlich. Oh nein! Das ist hart. Ja, okay, das ist definitiv hart. Ich weiß noch nicht, sieht, wie viel Level man schaffen muss, aber die von mir ist immer gleich groß, ne? Na, ich denke, ja. Oh Gott. Der Sprung ist echt knapp. Yes. Nice. War eh die bessere Route. Okay, machen wir Feuer. Nice. Ich habe vorhin so ein Video gesehen, wo einer 5000 Mal Mario Super Mario gespielt hat und die alle aneinander geschnitten hat, alle Tries. Ah, ja, ja. Wie, also man sieht die, so eine Art Geist, oder wie? Genau, richtig. Man sieht halt wie am Ende von Super Meat Boy, wenn man Level geschafft hat. Das sind halt alle möglichen Speedrun-Attempts, glaube ich, gewesen. Genau, und da ist auch im ersten Level sind einfach fast alle gestorben. Ja, über die Hälfte oder so, ne? Ja. Von wem war das? Generell von verschiedenen Speedrunnern? Nee, von einem. Oh, nur von einem meinst du, oder? Ich meine, ich weiß es nicht. Gut! Meine, der hatte die wahrscheinlich eh zur Verfügung. Nein! Also dieses Spiel! Dieses Spiel ist echt nervig. Man muss ja echt viel zu spät drücken. Ach. Bam, 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 bam. Man traut sich nicht immer so spät. Man kann aber halt schon ziemlich spät springen. Das ist wie in Donkey Kong Country. In Donkey Kong Country, allein mit der Rolle, kann man ja so unfassbar weit. Du hast sozusagen einen Air-Jump in Donkey Kong Country. Ja, Papa und Onkel, ne? Granny fehlt ich auch noch. Ich mag den Bart von... Die ganze Familie Feuer. Stein. Das war gut. Das war einfach. Granny Feuer. Herr und Frau Feuer. Das sind die Eltern von Aang in der einen Folge. Ja. Yeah. Das waren nicht wirklich seine Eltern. Oh, das erinnert mich an... Kennst du noch Move or Die? Jetzt, wo du es sagst. Oh, Move or Die. Da haben wir immer das für eine Stunde aufgenommen, damit jeder auch eine Folge hat, die zwar niemand angeschaut hat bei allen, aber... War das so? Ja. Yeah. Also ich meine, dass da jeder aufgenommen hat. Move or Die, Move or Die ja, jeder hat eine Folge aufgenommen. Das Spiel hatte irgendwie 4 Minispiele und wir haben es dann jeweils immer eine Stunde gespielt, damit man ein Video hat. Das war viel Spaß. Ich finde Move or Die ziemlich cool. Ich glaube, es ist auch inzwischen ganz cool. Nein. So schwer, das Level. Ist nicht wirklich schwer, ich hab nicht aufgepasst. Versuch einfach nicht so viel anzuzünden, sondern bleib. Obwohl. Na doch, je mehr. Doch, ja. Je mehr anzünden. No way. Oh. Baby Fire ist das schwerste Level. Bleib einfach an einem Ort und hoffe, dass dich nichts trifft. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Einfach einen kleinen Kanal nach unten brennen. Oh, oder am besten zwei machen. Das ist die Minecraft-Runterbuddel-Taktik. Ja. Damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich buddel mich immer nur einen Block nach unten. Hattest du zwei gebuddelt oder ein Feld? Ich weiß es nicht.
Ich weiß, dass nicht. Fully es irgendwie eine Mischung gemacht hat. Er hat die langsame Version gemacht und die unsichere. Das weiß ich noch. Warum klingt das so vorwurfsvoll? Die langsame und die unsichere. Naja, weil du kannst entweder schnell sein und unsicher oder. Ich will dir nur Vorwürfe langsam, für ein Texture-Pack machen, ehrlich gesagt. Das ist beides gesagt. Ja, stimmt, das Texture-Pack. Oh mein Ist echt schwer. Bam, 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 bam. Vor allem dauert es halt auch so lange. Ja, baby das stimmt. Fight, baby fight, baby fight, baby das Problem fight, ist, weil die immer sofort nachspawnen. Mit zwei Feldern kann man auch nicht machen, weil die fast gleichzeitig manchmal runterfallen. Ja. Du kannst aber sehen, wie die halt spawnen. Ja, aber das Problem ist, weil ich versuche jetzt wenige Felder zu machen. Manchmal ist es echt schwierig herauszufinden. Okay. Als ob mich das erwischt hat. Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Das ist alles, damit wir das Häschen streicheln können. Was denn? Was ist das denn? Wow, wie gemein. Einfach eingefangen. Das ist halt, weil die random sind. Yeah. Spielst du auf Hard? Ja. Ja, ja. Ach so, das zählt dann erst als fertig. Ja, okay. Sonst hätten wir das schon lange fertig gemacht. Ja, ja, deswegen war ich verwundert, als du meintest, das haben wir nicht durchgespielt. Gut, vielleicht reicht der Medium durchspielen für den Button. Nein. Ja, eben, wir wissen es ja gar nicht. Nein, glaub mir da einfach. Wo ist der Hase überhaupt? Der Hase, der schwierige Schwierigkeitsgrad ist nicht da, damit man ihn nicht machen muss. Der Hase läuft ja, das schon. Stimmt wohl. Ja, gut. Das so läuft der Hase halt. Aber die ersten Level kannst du ja schon ganz gut. Das ist das zweite Level. Die ersten Level, habe ich gesagt. Okay. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ich habe keinen, und du? Ich kann mal einen echten Hasen zeigen. Das habe ich heute noch gar nicht gehört. Lass mal stecken. Achso, das ist jetzt lustig. Das hat der Mann für uns auch zu mir gesagt. Das hat nur wohl die Fully gelacht, also ich weiß nicht, ob das jetzt lustig gelten lassen dann. Oha. Dann weiß ich es gar nicht. Einfach so, so ein Stich in den Rücken. Ah, tut weh, Maeve. Schmerzt. Das tut auch weh, so einfach ein Stich in den Rücken. Ja, das Wort wird. Wurde dir schon mal in den Rücken gestochen? Ich hoffe von nicht. Maeve. Ich hoffe wirklich nicht. Oh man, das Gute ist, man kann es auch noch verbreiten, obwohl man nur daneben steht. Ja, ja, man kann zum Glück nicht an die Seite ranlaufen, ja. Es ist nicht Mario Bros. 2. Es ist halt... Das stimmt. Ja, ich meine wegen dem Graben-Feature aus Mario Bros. 2. Das war übrigens extrem skillig. Das war nice. Oh! Oh mein fucking Gott. Die gute Sache ist, jetzt habe ich viel Zeit, die Tropfen zu sehen. Und sie kommen jetzt nicht immer im gleichen Muster. Stimmt. Nicht übermütig werden. Alles gut. Was? Das ist absolut lächerlich. Da, an dem Punkt ist es einfach Bullshit. Du bist von oben auf den Tropfen gesprungen. Das gibt's nicht. Kannst du eigentlich schneller fallen als die Wassertropfen? Das ist physikalischer Quatsch. Ich meine, es ist Feuer. Ja. Vielleicht hat es weniger Luftwiderstand als. Versuch es noch einmal. Ja, okay. Ich würde es dir auch nicht. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Du warst so dicht dran. Aber du schaffst es jetzt. Stell dir einfach vor, wir spielen gar nicht Tux und Fanny, sondern das Video ist dieses Spiel. Das war von Anfang an der Plan. Es wird gut geschaut werden. Es ist, als würdest du I Wanna Be the Guy machen und deswegen brauchst du so viele Tries. I wanna be the guy. Oh nein. Verständlich. Nein, ich will nicht mein erstes Leben direkt zu früh verlieren. Oh. Mogi überrascht mich. Ich meine, ich will noch einmal die dumme Stelle versuchen und da werde ich nicht mit weniger Leben hingehen. Werde ich mal wieder aufgeladen? Der verbissene Mann gefällt mir. Nein. Die werden dann aufgeladen, wenn ich Game Over gehe oder Spiel neu starte. Oh, ich dachte, wir haben freies Level, hast du neue Freileben. Nein. Ach Gott. Der hätte nicht. Oh. Ich musste mich beeilen. Das war so knapp. Bam,
Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mhm, genauso. Dieser dumme Loop. Ich mag ihn aber. Okay, Cranny. Hier kommt gleich die Spitze. Die Spitze des Todes. Oder ist das Muster jetzt anders? Nicht auf die Spitze. Ich glaube, es ist ein anderes Muster. So ein gutes Eltern. So eine gute Elternfloskel. Treib's nicht auf die Spitze, junger Mann. Oh. Oh, generell solche Floskeln, nicht nur von Eltern, einfach sowas wie: Ja, das macht dann 3 Euro und ein paar zerquetschte. Ja. Zerquetschte was? Das ist so Pi mal Daumen. Was soll das heißen? Pi mal Daumen sage ich immer noch gerne. Es ist super. Ich benutze das gerne. Es ist einfach eine gute Floskel. Solche Redewendung. Ja, so um den Dreh. Yes! 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 3 Leben. Das heißt, wir können Onkel Feuer noch holen. Oh, denk gut drüber nach. Da kommen Tropfen. Oh, das scheint sogar ziemlich machbar zu sein, wenn man... Wobei, man darf nicht die ganze Zeit zurück. Oh Gott. Shit. Lass uns kurz drüber nachdenken, wie das geht. Okay. Man hat nur 3 Schichten, sozusagen. Öfter darfst du nicht wirklich zurück. Und wir haben da. Aber du kannst halt immer nur eine Schicht wegbringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal musst du hin und zurück. Ich mag's nicht, dass da die Tropfen von oben immer runterkommen. Ja, das sowieso nicht. Aber wie willst du gerade überleben, Moggy, wenn du das jetzt einfach irgendwie machst? Keine Ahnung. Einfach durchbrennen. So. Ja, gut. Das könnte klappen. Ja. Das war gut, das war sehr gut. Shit. Yes! Schade? Nein. Keine Sorge, ich hab das. Ich hab das in meiner Kontrolle. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott, bitte brenn ab. Yo! Oh mein Gott. Bitte jetzt nicht da runterfallen. Yes! Oh du Gott! Gott Gamer. Okay. Icon Entertainment. Das war echt gut. Jetzt gehe ich. Wo ist der Hase? Yes. Ist der Hase ein Button? Wir haben den Button. Fire Family. Warum sieht's aus, als wär man jetzt ausgeschlossen? Wo ist der Hase? Ich kann den Hasen streicheln. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Draußen. Er wartet. Johnny, wo ist der verdammte Hase? Er wurde mir versprochen. Ich bin da genau an dem Punkt wie ihr. Mir wurde ein Hase zum Streicheln versprochen. Ich hab die Faxen langsam dicke. Ich hab's satt mit dir. Ich hab die Nase voll. Gestrichen voll. Gestrichen voll. Ja, putz sie doch. Ich glaub, da ist kein Hase. Aber Vögel habe ich gehört. Oh. Ja, weißt du was, an dem Punkt... Ein Hinweis... Bunny. Oh, Moment, das hängt ja wirklich damit zusammen. Okay. Oh mein Gott, muss ich? Ich will kein. Oh, warum läuft das alles auf Musik hinaus? Ich kann das nicht. Musik ist Morgi das. Morgi wird ein großes Konzert geben. Wir sollten mal hingehen und die ersten Songs spielen. Thumb-Piano. Oh. Hatten wir eins? Das hast doch du dabei. Ja, der Hase war in dem einen Bau. Aber wo war der? Wo war der Hasenbau? War das nicht direkt da? Ich glaube, er war bei dem Pferd in der Gegend. Ich glaube, ich habe Hisschen in der Grube gesehen. Ja, stimmt. Saß und schlief. Armes Hisschen, so bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Oh nein. Oh shit. Häschen hüpf. Er kann doch nicht. Warum ruft ihr das alle? Der Arme, der ist voll deprimiert. Haben wir eigentlich ein Foto? Wir haben ein Fotoapparat dabei. Das heißt, ich würde mal schnell eigentlich auch noch zum Einhorn runtergehen. Es gibt doch keine Einhörner. Was willst du denn? Ich weiß auch nicht. Irgendwer meinte, wir können mit den Nägeln und Brettern vielleicht auf der Insel was reparieren. Hm. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Hinweis war oder einfach nur eine Vermutung. Wir könnten hinschauen nochmal. Ein bisschen wie eine Vermutung.
Ja. Yes. Oh, können wir die hier anziehen? Ja, können wir. Ah, gut. Ich wusste es gerade nicht mehr. Nein. Nein. Hey doch, irgendwie ging das doch, oder nicht? Ja, warum haben wir Fanny nicht mitgenommen? Da. Ich mein Tux. Yay. Nice. Das ist bei uns beim ersten Mal gar nicht passiert, oder? Da hatten wir schon eine. Ja. Aber. Hä? Was? Nein, Norn, mach doch. Was? Ach ja, das war beim letzten Mal auch. Ach ja, stimmt, ja, ja. Ja. Ich dachte, er hat irgendwie sowas gesagt wie, oh, hätte ich nur meine Kamera mitgenommen. Mhm. Hm, vielleicht war es so ein dummer Spruch. Hm, wahrscheinlich. Mir gefällt aber immer noch der, mir gefällt der Regenmantel, glaube ich, immer noch am besten outfit-technisch. Ja, mhm. Als immer aussieht, als würde man so... Was? Oh, ich liebe Züge auf Brücken. Das ist eine Achterbahn. Ich merke das. Das war ein großes, Mann, wie nennt man denn das? Oh, was? Oh. Was? What the f... Wir fällen besser den Baum. Der brennt nämlich! Ich wollte sagen, dass es immer so aussieht mit dem Code, als würde man so... Vor allem, es brennt, ist richtig gefährlich und auf einmal nur so ganz ruhig dieses Holzfäller. Bevor wir da rüber gehen... Ja, muss doch ruhig bleiben. Okay, spiel den Song. Okay. Okay. Seht ihr das? Ich will das jetzt auch machen. Zwei. Also, ja. Rechter Stick nach rechts. War das richtig? Jetzt bin ich dran. Nein, Moment. Okay, warte. Oh, das ist ja wirklich das. Ja. Dann nee, das vier. Oben. Da ist das ja. Häschen! Es ist so niedlich. Es ist gar nicht krank. Er ist immer noch ein bisschen scheu. Oh nein, was können wir sonst noch für ihn tun? Haben wir eine Karotte? Dann habe ich meine Zweifel. Hot Pepper. Okay, hör bitte auf, das klingt fürchterlich durch Discord. Ich bin mir sicher, abseits von Discord klingt das absolut traumhaft. Das klingt herrlich. Herrlich. Das klingt bestimmt ganz toll, aber du gehst mir auf den Sack. Und wenn ich es weit weg mache? Ist das angenehmer? Nee. Okay. Oh Gott. D'Angelo. Yeah, listen to doch, it. Das muss auch wieder lange laden. Musik. Haben wir einen Schlüssel? Ja. Ja. Das ist das was für ein Game. Er hat nicht gefragt, ob wir den richtigen Schlüssel haben. Das ist wahr. Vielleicht mit dem Bicycle? Ich habe das Gefühl, es gibt noch so die Hälfte. Wir haben die Hälfte aller Sachen, oder? Weil der Rest wird wahrscheinlich auch noch voll sein können. Ich glaube, wir können noch 102 Sachen finden. Laut dem Score. Das denke ich mir auch. 112. Das ist der Zug. Ich habe das Gefühl, es gibt auch jetzt, wo wir das Spiel durchgespielt haben, kam noch einiges dazu. Ja. Irgendwie. Wirkt so. Das kann sein, ja. Irgendwann werden wir mit dem Zug fahren. Verstanden. Thermostat. Ich wollte schon. Schauen wir zu der Insel rüber. Da waren wir schon lange nicht mehr. Mhm. Auf zur Insel. Die Schatzinsel. Yeah. Send mich an diese eine Werbung, es war gleich von Langnese, wo es irgendwie, es war gleich eine Schatzruhe oder so, waren dann all ihre verschiedenen Eissorten drin und ich dachte mir, yeah. Ja, ja die kenne ich auch noch. Da klingelt ganz leicht was bei mir. Das ist eine Schatzinsel. Ich erinnere mich an die Capri-Sonnen-Werbung, wo alle Capri-Sonnen in so einer Truhe waren. Du sprichst das ganz komisch aus. Das heißt Capri-Sonnen. Nicht in der Ruhe. Irgendjemand sagt das immer, das ist so nervig. Ja, es ist immer irgendjemand, wenn ich es selbst bin. Capri-Sonne. Was sollten wir hier überhaupt reparieren? Hier ist doch gar nichts kaputt. Es gibt ja bestimmt noch was zu sehen. Johnny, nur weil etwas nicht kaputt ist, das heißt das nicht, dass man es nicht reparieren kann. Verstehst du? Dieb. Also, können wir damit interagieren? Flower. Nein. Boot. Ah, das Boot vielleicht. Achso, ja, das kann sein. Wir haben kein Holz zu reparieren. Nee.
Stimmt, das haben wir für was anderes gebraucht, das Holz. So, das haben wir jetzt schon benutzt, ja. Dieser Spruch, will never float again, klingt doch eher so, ja, nee. Ich finde, es klingt, als könnte man vielleicht Korken reinstecken oder so. Nein, guck mal, wie viele Löcher da drin sind. Ja, ganz viele Korken. Aber Tubing. Oh, ich würde so gerne der Tubing gehen. Waren wir so nicht hier sogar hergekommen? Ja. Yeah. Ja, so viel, es gibt ja nicht wirklich was zu tun noch. Nee. Mhm. Ich meine, wenn hier drin noch irgendwas zu erledigen ist, dann weiß ich nicht wie. Was waren die anderen Sachen? Da standen noch drei Sachen. Also nach dem Feuer konnte man das. Ach so, nach Cloud. Nee, nach dem Mach das K-Videospiel. Dann können wir fliegen. Johnny wants to fly high. Das hieß irgendwie, Links Agile stehen die vollen Namen, sehe ich oben gerade. Oben rechts, oder? Das ist eigentlich Tux und Fanny, haben das schon gespielt? Ganz oben rechts. Oh mein Gott, ist das nice wirklich... Day. Ja, so heißt dieses Spiel. Ist das wirklich jetzt unser Spiel? Sind wir gerade zum Titelbildschirm dadurch? Ja. Ja. Oh mein Gott, das ist super. Das ist deep. Ist wahrscheinlich, das glaube ich, das Auto. Agile Auto. Das ist jetzt nicht mehr unser original Spielstand, Jungs. Das ist jetzt in dem Spielstand einfach nur noch ein Spielstand. Moment, was sind die Regeln? Wie kann ich das Spiel gewinnen? Nicht anscheißen lassen. You just got a fresh coat out of wax at a car wash. Come to the car wash. Mhm. Welcome to the car wash. 2 Minuten, 4 Sekunden war mein Rekord. Die Frage ist halt, wie weit soll das Ganze gehen, damit man es gewinnt? Aber bis das war schon. Kannst. Dieses Spiel war gemeint, oder? Ich denke schon, Agile Car, ne? Agile Auto. Ich schaue lieber nochmal nach, bevor ich das nochmal versuche. Mhm. Okay. Strategy Guide. Ich glaube, das war überhaupt der Strategy Guide, was wir gefunden haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo dieses Strategy Guide ist. Das ist Instruction Manual. Der ist auf der zweiten Seite. Haben wir die Secret Door? Ach ja, das ist nicht so hilfreich gewesen. Nee. Warte doch, das können wir spielen! Das sind Noten, ja. Notier das, ich weiß inzwischen, wie ich das Zeug spielen kann. Warte. Schreib das auf, ich meine, du kannst einen Screenshot davon machen, aber du kannst auch abtippen. Ja, okay. Ich war ein Screenshot-Moment. Ich muss mal eben mein Screenshot-Tool hier. Ich musste mich mal eben aufsetzen, ja. Und das Strategy Guide ist auf der zweiten Seite dann, ganz unten. Ich hab's. Oh, ist ja. Fuli holt so eine alte Kamera mit so. Mhm. Mit so Flash-Pulver oben drauf. Guck mal, ob der wirklich da ist. Was meinst du? Zweite Seite? Official Strategy Guide, ja. Oh, ja, yeah. Wir schauen gleich rein. Ist was? Da du das Abenteuer mit uns erlebt hast, hast du dir auch ein anderes Outfit verdient als den Clown. So ein Clown. Oh, ich will das Skelett. Ich will den Astronaut. Okay, wir machen das Skelett. Der Astronaut ist super. Nee, der Astronaut, der gefällt mir auch. Der ist auch gut, ja. Ist beide gut. Vor allem, weil wir jetzt abgespacede Musik spielen. Bibibu, bibuba. Nein, es ging bububi. Bububa. Nein, du meinst wohl bububa. Bibububi, bububa. Also. Okay. Ich find's nice, dass auf dem Screenshot von Fully einfach die Maus auch mitten im Bild ist und im Weg. Psst. Oh, jetzt verstehe ich die Steuerung erst. Ja. Das ist der Sound, den wir suchen. Das ist doch, morgen kommt der Weihnachtsmann. Oder auch das Alphabet. Wenn wir nicht oder so auch sonst. Twinkle, Twinkle, Little Star. Bububa. Das fetzt, Moggi. Yo! Das hat sich eine Tür. Kann ich das bitte aber doch mal hören? What the fuck? Yeah. Oh Mann. Immer wieder. Konnte man das aufnehmen? Ja. Warf ich hier überhaupt? Nein. Ich hab gerade geöffnet. Ja, das waren gute Zeiten. Oh oh. Oh, die Fische leben noch, okay. Die essen die Algen.
Hey, da ist ein Videospiel drin. Hello, Fish. Eigengrütze. Adventure Brain. Oh, das kennen wir vom Titelbild schon. Ah ja, das Gehirn. Ja. Das ist das letzte Puzzleteil. Ein Braunbär. Das ist ein stinkender Hund. Warum stinkt? Achso, wegen dem. Ja. Ich schau mal gleich, ja. Warte. Siehst du? Stinkender Hund. Siehst du? Ich seh's. Adventure Brain. A, B. Ja. Ich glaub. Warum? Mit Epson schieße ich, okay. Oh, Junge. Was passiert? Das Spiel ist kaputt. I solved the puzzle. Ach so. That's what I... Was? Ah, weil es nass geworden ist. Ja. Yeah. Oh. Oh, nein. Oh mein Gott. Aber die Idee ist voll cool, dass es kaputt ist, weil es nass geworden ist. Das gefällt mir sehr, weil das Game selbst sah richtig unspaßig aus. Das ist auch richtig unspaßig. Richtig unspaßig. Das ist nämlich das Gegenteil von Spaß. Das ist ein Ancient Sarcophagus. Sarcophagus, ja, so ist es. Sarcophagus. Adventure Brain, continue. Start. Okay. Man ist schnell dazu, als Deutscher dazu verleitet zu sagen Sarkophagus. Ich nicht, ich spreche das Wort immer richtig aus. Witze verstehe ich immer. Kofagriges? Intelligence Games. Die Schrift ist gefärbt wie Indiana Jones. Grease Level written by Franco, okay. Cool. Alter, das war ein Credit Speedrun. Wie hast du die ganzen Inputs gemacht, Mogi? Der Trick ist es, Y zu drücken. Musste man den Cash overflowen? Du musstest für jeden Schuss einzeln drücken, nicht gedrückt lassen. Das heißt, frame-perfect Inputs sind wichtig. Alter. Johnny, das war ein Underflow. Habt ihr jemals ein Spiel so lange gespielt? Das ist. Wie war das? Wow, you have a beautiful brain. Haben wir alle. Danke. Oh, das doch. Gehirn hat sich selbst Gehirn genannt. Das stimmt. Okay. Yeah. Es hat fast ein Mature-Rating bekommen, weil es ein fliegendes Gehirn hat. Als der Protagonist. Das ich würde es mögen, wenn es Adventure of Brain wäre und nicht Adventure Brain. So was wäre mit Brain Adventure? Was mit den anderen Lied? Brain Adventure gefällt mir auch. Ah, ich muss ja beide Zeilen spielen, damit was passiert. Brain Adventure klingt wie so ein... Nee, ich meine, da oben. 8, 8, 1, 2, 6, 5, 8, 3, 1, 2. Oh, das habe ich vor dem Hasen gespielt. Nee, das ist da drüber noch. Nee. Wie, was darüber? Johnny, über den Weihnachtsfisch-Foto. Ja, wir haben... Okay, ich weiß gar nicht, wo wir das aufgeschrieben haben. Ja, stimmt, warte, ja. Okay, ja. Das habe ich komplett vergessen. Wir hatten schon öfter solche Abfolgen und haben sie dann notiert und haben nie wieder was damit gemacht. Ne? Ja, weil ich nicht wusste, wie ich die am besten abspielen muss, weil ich war mir nicht sicher, ob man richtiges Timing dafür braucht. Ja. Aber cool, dass wir es jetzt versuchen. Halt dich an den Beat. Aha, aha. Hi, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt typisch Andy. Nein, halt die Schnauze. okay, warte, ich will jetzt richtig versuchen. Ja. Dann die 6. Nein, das war jetzt schon falsch. Du hast 5 okay. Von 6 gespielt, ja. 1, 2. So, jetzt notierst du nicht mehr weiter, okay. Ich sehe schon. 6, 5. 8, 1, 3. The Mushroom and the Slug. Guided Meditation. Na, wie man es ausspricht. Close your eyes. Okay. Take a deep breath. And exhale. Achso, Mori, du warst zu früh. Alles war Maeve.
Ja, Maeve. Das waren beide. Das waren beide, ja. Ich wollte Boogie decken. Notice how it grows in the shady corner of the field, under the elm trees. Also, der Strategy Guide. Ich fühl's. Wir haben lange gebraucht, um den zu finden. Eigentlich ist das... Stimmt, eigentlich wollen wir das machen. Die Sache ist, wir sind halt jetzt schon die Stunde dabei. Ich würde sagen, beim nächsten Mal... Blick auf den Strategy Guide. Es tut mir leid, aber wir waren jetzt. Wir sind schon über eine Stunde dabei. Es war eine wundervolle Reise. Das war es wirklich. Es war eine interessante Reise. Wir haben viel über uns gelernt. Und du hast ein Feuer. Ich habe es nur mit Feuerspiel durchgespielt. Feuer gerettet. Das werde ich direkt auf meiner Backlog-Website notieren. Yeah. Dass ich die Firefly durchgespielt habe. Zu Recht. Das Feuerspiel solltest du separat hochladen, finde ich. Ja, yeah, auf jeden Fall. Das war ziemlich gut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Dankeschön. Ich meditiere jetzt.